Hi ho und willkommen zurück bei dem Strategiespielfreunde zur dritten und letzten Staffel von Dawn of War 2 Retribution. Ja, ich starte aus dem Hauptmenü, weil das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist die Gefechtsschlacht mit den Elder. Nein, nicht in der Kampagne. Geht doch über mehr Spieler. Jo. Gegen die KI privat. Wir nehmen die Elder. Nehmen wir ruhig Aliatok, weil wir die auch gespielt hatten. Welchen Helden nehmen wir? Ich kann auf jeden Fall Autarchen rufen. Und hier könnte ich Rat der Seher herbeirufen. Ich glaube, ich nehme wirklich die Runenprophetin. Weil es irgendwie fast schon Standard ist. Und bereit. Soll ich Siegpunktkontrolle nehmen oder Vernichtung? Nehmen wir Vernichtung. Und suchen eine schöne Map raus. Gericht der Kadaver, nö, nicht unbedingt. Den auch nicht. Nee. Nehmen wir wirklich die Eisstation Obelis mal. Zufälliger normaler Computergegner. Und ich glaube, wir können das Gefecht beginnen. Ja, gleich mal hier alles erobern im Querschnitt. Und dann drücken wir hier und hier mal durch. Sobald wir geladen haben, natürlich. Ja, eigentlich sollte ich hier die beiden Punkte dann einnehmen und hier dicht machen. Dann kann der Gegner nirgendwo mehr hin. Und es geht los. Gleich mal einen zweiten Gardistentrupp. Eine leichte Veränderung. Wir werden die Stellung einnehmen. Es soll uns gehören. So, sie kann Rundenblick und sprinten. Das kann aber so gut wie jeder. Gardisten sind auf das Feld gezogen. Wir dürfen nicht zögern. So, wichtig ist es, die Anforderungspunkte einzunehmen. Und sie dann auch, ja, wirklich zu halten. Wir stehen auf neu erobertem Grund. Wir haben es erobert. Wir können nicht scheitern. Wie es verlangt wird. Okay, du gehst mal hier hin. Für Ranger habe ich nicht genug Versorgungsgebäude wird Punkte und für die Schurikenwaffenkanone auch nicht. Eine Position, es soll uns okay, von was werden wir angegriffen? Oh, Orks. Das wird uns ja fertig. Wir vertrauen auf ihre Führung. Ohne Pause. Wie es verlangt wird. Orks sind nicht so schön. Und wir lieber nochmal Gardisten. Bevor wir dann Ranger holen. Wir stehen auf neu erobertem Grund. Feindlicher Warp-Generator wird hinzugefügt. Oh, das ist natürlich auch ein Mech. Dich ziehen wir mal zurück, weil du bist fast tot. Ja, sei durch meine Sturmfront.
Den Mac müssen wir loswerden. Oder in die Flucht schlagen wenigstens. Wir schicken Verstärkung für die Infanterie. Unsere Verstärkung ist hier. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen uns für Nordstrahl der Kriegsführung das Oh. Meine Rollenprophetin hat ihn weit verfolgt. Oh, ein Generator. Oh. Da sind Moschas. Die Moschas laufen. Und dann kommen. So, jetzt können wir einen Scout-Trupp rufen und dann auf den zweiten. Der Feind versucht, uns eine wichtige Ressourcenfront darzulegen. Ah. Eine leichte Veränderung. Selbst der niederste von ihnen, wir stehen auf neuer erobertem Grund. Ich muss gucken, dass ich da irgendwie eine Verteidigung einrichte. Ja, so in der Gegend. Da kann er nicht mehr da so einfach durchbrechen. Ja. Eine leichte Wir werden ihr Verderben sein. Eine leichte Sie greifen auf ihren Befehl hin an. So, Scouts. Oder Ranger, besser gesagt. Kontrollpunkt gesichtet. Das Weltraumschiff ist unsere Heimat und wir sind seine Beschützer. Okay, dann holen wir uns erstmal eine Shuriken-Plattform. Das wird schnell. Wir dürfen nicht zögern. Und es soll uns gehören. Eine leichte Veränderung. Das wir müssen von ihrer Seite wie eine Sturmfront. Und das sind Ballers, okay. Geht in Deckung hier? So, die Shuriken-Kanone ist bereit. Da einnehmen und jetzt nächste Stufe. Ah, der Mac ist mal wieder unterwegs. Eine leichte Veränderung. Feind standhaft bleiben. Wir müssen den festgelegten Ort finden. So, Shuriken-Kanone, die steht. Ihr kriegt mal einen Runenleser, aber zieht euch auch zurück. Der Feind versucht, uns einen wichtigen Ressourcenvorrat abzunehmen. Wir dürfen nicht zögern. Wir dürfen nicht zögern. Okay, der Mac hat sich zurückgezogen. Oh, und jetzt portet er sich einfach hier rein. Jetzt nehmen sie mir da hinten mit ihren Stormboys den Punkt weg. Mhm, das ist gut. Das können wir nämlich gleich mal Warpspinnen rufen. Nein.
Unsere Runenprophetin hat Stufe 2 erreicht. Haben Sie keine Angst? Zusätzliche Anforderungspunkte werden benötigt. Mehr Energie? Ah. Dann soll uns gehören. Es ist die festgelegte Stunde für den Aufbruch. So, jetzt holst du dir endlich mal deine. Unser Blut macht den Runenspeer bereit. Gut, wir haben Warpspinnen. Ja, mehr Energie. Das heißt, wir bauen hier an unserem Startding noch den letzten Generator. Okay. Ah, auf diesen Ork. Losgehen. Die Zerstörung ist vollendet. Eine leichte Veränderung. Kein Ort ist unsere Truppen, sondern Werkzeuge für ihre Aufgabe bekommen. Ah, das haben sie als Grund genommen, um sich zurückzuziehen. Ha, aber sie konnten ihn uns nicht wegnehmen. Das mit den Elder klappt eigentlich recht gut, sogar gegen Orks. Führt unsere Hände. Es ist die festgelegte Stunde für den Aufbruch. So, das heißt, wir machen hier drüben mal dicht. Eine leichte Veränderung. Der Punkt ist jetzt auch gesichert. Versorgungsgebäude wird hinzugefügt. Eine Positionsveränderung. Feuererbietung! Feuererbietung! Weisen Sie uns den Weg. Du sollst dich dahin ausrichten. Ihr kriegt Runenlese. Hier einen Exarch. Versorgungsgebäude fertig. Du kriegst mal die Rüstung. Mal sehen, was haben wir hier? Mentales Duell. Oh! Energie von Gegnern klauen, das ist nicht schlecht. So, jetzt sollte ich mal darauf warten, einen Phantomlord holen zu können, während ich den Gegner hier. Das ist so gut wie in unserem Besitz. Nimm mal den Punkt ein. Da kriegen wir nämlich die Kraftwerke vor den Orks und können mehr Energie rausquetschen. Die Punkte sind schon Maximum, sehe ich gerade alle. Ja, weil man fängt ja mit plus 10 an und irgendwann erreichen sie plus 30, wenn man sie lang genug hält. Was eigentlich auch keine so schlechte Art ist. So, jetzt klauen wir den Orks wenigstens das letzte bisschen Energie, was sie bräuchten. Oh, Kane ist teuer und so, wenn ich weiß, ist Kane nicht mal wirklich gut. Eine leichte Veränderung. Ach so, da liegt der tote Mech rum, ja. Versorgungsgebäude wird hinzugefügt. Mein Phantomlord wird gebaut, sehr gut. Lass die das sind Phantomdruiden, kein Phantomlord. Das war der Phantomlord. Nee, das ist der Phantomlord. Versorgungsgebäude fertig.
Aber ist egal, das ist... Ist auch nicht schlecht, Phantomdruiden zu haben. Das ist der Phantomlord, das sind Druiden. Gut, dann warten wir halt nochmal, bis wir... Aber wir brauchen nicht großartig warten, wir haben schon unsere maximale Bevölkerungspunktzahl erreicht. Oh, der Mac. Mac ist tot. Aber ja, normalerweise mit Phantom-Droiden sollten wir es auch schaffen. So, dann latschen wir hier hoch und restet das Teil. Ich muss ehrlich sagen, mit Elder geht das recht einfach. Wie eine leichte Meldung. Wie es verlangt wird. Ich gehe sofort. Eine leichte Veränderung. Nur, dass wir jetzt in den Angriff übergehen müssen. Oh Gott. Ein Gargbot. Macht das Ding kaputt. Und holt die Verstärkung jetzt ran. Jetzt, wo wir die andere Flanke gesichert haben. Ach, Resonanzen. Kriegen wir in dem Fall nur, wenn wir sie bauen. Oh, Runenleser ist tot. Neuer Runenleser hier. So, Ranger darüber. Wir haben gerade mal noch 13 Bevölkerung übrig. Was könnten wir da holen? Noch einen Gardistentrupp. Oder einen Ranger-Trupp. Oder eine Laserlanze. Genau, holen wir die Laserlanze. Wenn wir die überhaupt noch herkriegen, bevor das Base-Gebäude tot ist. Ja. Oh, ich könnte ein Autarchen rufen, aber dafür habe ich nicht mehr genug Freiraum. Ja, und ich glaube, die nächste Latze kommt nicht mehr rechtzeitig. Um dabei zu helfen, den Ork-Teleporter Platz zu machen. Das Heldenschiff wird unseren Sieg bejubeln.
Ja. Gut, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Eine Viertelstunde? Ah, fast. 17 Minuten 20. Also gibt's eine einzige Folge. Okay. Aber hey, wir waren nicht mal schlecht. Wir haben Stufe 6 erreicht, haben 3 Kommandanten gekillt. Haben 180 Punkte gemacht mit dem Kommandanten. 88 Einheiten getötet und nur 8 verloren. Wow. 6 Verstärkungen, Einheiten produziert, Einheiten Punkte. Ressourcen. Ja. Gebaute Energiepunkte, verlorene Energiepunkte. Ja, weil wir den Orks die Dinger weggenommen haben. Hat auch viel weniger Energie sammeln können, aber was die Anforderungspunkte angeht, war er ziemlich gleich auf mit uns. Punkte erobert, Punkte verloren, Kontrollpunkte, alles gut. Ja, auch wenn das jetzt überraschenderweise recht kurz war, war das jetzt noch die letzte Folge und die Gefechtsmission von den Eldar. Mein Schlusswort habe ich ja schon in den Credits vor der letzten Aufnahmesession gehalten, aber ich will hier nochmal ein Schlusswort nachlegen, weil es mich jetzt unglaublich überrascht hat, wie einfach das mit den Eldar war, das Vernichtungsmatch zu machen. Zumal ich es verpeilt habe, statt einem Phantom Lord Phantom Druiden zu bauen. Was allerdings dann ganz lustig geworden ist. Aber ja, damit war das die letzte Aufnahme von Dawn of War 2 Retribution. Ich denke mal, ich habe das Spiel auch jetzt stark genug ausgeschlachtet. So viel wie ich es jetzt gezockt habe als Let's Play. Ich meine, wir haben dreimal fast dieselbe Kampagne mit 3 verschiedenen Völkern durchgemacht. Wir hätten noch 3 andere Völker, aber es ist wirklich fast immer dasselbe. Es ist nur ein bisschen andere Hintergrundstory. Ein paar Missionen sind ein bisschen anders. Was heißt, die Missionen sind anders? Die Missionen sind dieselben, nur die Cutscenes von den Missionen sind ein bisschen anders. Ja. Okay. Ich denke mal, damit habe ich genug gesagt. Ich hoffe, euch hat das, haben die Dawn of War 2 Let's Plays gefallen, die 3 Staffeln. Und ich hoffe, wir sehen uns bei anderen Strategiespielen wieder. Wir mal überlegen, was ich als nächstes nehmen soll. Also, bis dann.